Herzlich willkommen, liebe Leute, erneut hier auf meinem Kanal zu einem neuen Vlog. Und zwar heute sind wir im St. Jakob wieder. Und zwar zum Basel gegen Geze Spiel. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, wieder mal Geze zu schauen. Und noch kurz zu erwähnen, ich bin heute wirklich ein bisschen krank, habe übelst Kopfschmerzen. Ich habe so viel los, ich habe so wenig Zeit, ich streame daily, ich bin wirklich so ausgepustet. Wenn ich mal wirklich für heute ein bisschen scheiße rede oder einfach ein bisschen zu wenig rede, tut es mir leid, Leute, aber ich bin wirklich geisteskrank, krank, sage ich mal so. Aber trotzdem sind wir hier, genießen heute das Spiel mit euch zusammen und schauen das FC Basel gegen Geze Spiel. Und ja, mal sagen, wie es rauskommt. Wir sind hier auch schon unterwegs im Stadion und man hört schon die da drinnen, wie sie die Spiele anfeuern. Wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel und auch für beide Mannschaft ein wichtiges Spiel, denn Basel ist ja noch auf dem zweitletzten und Geze ist, glaube ich, auf dem achten oder so. Das Spiel geht ja auch, glaube ich, in 15 Minuten gleich los. Wir holen noch was zu trinken im Stadion und dann sind wir auch schon ready für die Choreo und so Scheiße. Mal schauen, ob es heute überhaupt eine kommt, aber ich denke schon, gegen Geze kommt von Basel wahrscheinlich schon was. So wie ich auch Basel kenne. Und ich werde morgen leider an keinen Vlog mehr gehen. Ich wollte eigentlich sehr, sehr gerne an den FC Zürich Vlog gegen Luzern schauen gehen, da ich ja selber Luzern bin. Kann ich leider nicht. Eigentlich konnte ich nicht an diesen, da hat sich aber alles verschoben. Jetzt gehe ich an diesen, aber das morgige leider nicht. Ja, todesschade. Aber wir sind jetzt auf dem Weg hier wieder in die Basler Treppe, wie ich die nenne. Und gehen hier hoch, wieder in das Stadion. Und ich bin auch langsam wirklich hyped. Mal schauen, was Basel heute so zu bieten hat. Also da seht ihr schon, da haben sie hoch die Mutenzer-Kurve, wirklich geil. Und da hinten. Geil, Mann. Übelst geil von der Auswärtsfelder. 40 Jahre. Region. Was steht da da? Saturn. Wirklich cool gemacht. Und die Spieler kommen da auch schon rein. Wirklich cool. Oh, Alter! Wie geil sieht denn das aus? Yo, what the fuck? Okay, irgendwie habe ich das jetzt nicht erwartet. Was geht denn hier ab? Alter! What the fuck? Alter, das ist die Mutenzer-Kurve, ich sag's euch, Leute. Die haben mich noch nie enttäuscht. Ich bin wirklich schon kleine FC Basel-Fanboy geworden. Aber was ist das denn? Da hinten sind die Geze-Kurve. Man sieht hier gar nichts mehr. Es sieht schon geil aus. Also FC Basel, wirklich, die enttäuschen nie. Unglaublich. Die Kurve, es hat noch nichts angefangen und das ist so krass. Die machen schon jetzt eine unglaubliche Party. Und da ist auch Anstoß für Geze. Und die machen da jetzt auch eine kleine Büroshow. Wirklich cool. Anscheinend steht der Hartturm wegen dem alten Stadion. Da war ja das, bei Hartturm war ja das alte Geze-Stadion. Stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. Ein Kollege neben mir hat gesagt. Wirklich geil. Alter, was geht bei denen ab? Ich glaube, die müssen das Spiel kurz abbrechen. Werfen auf die Links. Also, sie werden abgepfiffen vom ganzen Stadion. Es wird fast ein bisschen zu viel. Aber Geze ist auch ein bisschen für das bekannt, ne? Jetzt ist vorbei. Da Geze ist ehrlich gesagt ein bisschen bekannt dafür, dass sie zu viel machen. Sind wir ein bisschen ehrlich, aber krank. Also ich muss sagen, bis jetzt sind das die lautesten Auswärtsfans, die ich gehört habe hier in diesem Stadion. Ich habe bis jetzt St. Gallen und Servet gehört. Servet ist halt ein bisschen blöd, sind sehr weit weg. Aber boah, Geze sind bis jetzt die lautesten Auswärtsfans, die ich gehört habe im St. Jakob. Aber was war wirklich fast ein bisschen zu viel, da die Feuerwerke an das Personal anzuwerfen. Aber naja, es hat schon geil ausgesehen, muss ich sagen. Aber fast ein bisschen zu viel. Alter, ich war jetzt eine Woche nicht hier, was ist passiert? Das ist irgendwie ab
absolut kranke Stimmung wieder, Mann. Das ist so geil. Habe ich das so lange vermisst oder war das im Ausland nicht so fest wie hier? Habe ich jetzt letzter Lauf, geil. Alter. Wir sind in der 5. Minute, Leute, und es ist schon jetzt so eine dicke Party. Das ist unglaublich. Digga, das hat man im Ausland nicht. In Barcelona war das noch lange nicht so wie hier. Es war wirklich mager in Barcelona. Benfica war schon krass, aber hier ist auch unglaublich, Mann. Boah, der war knapp. Oh, ich glaube, er hat es. Oh, er hätte den Ball holen können, aber hat es verkrampft im Rennen. Das ist so krank. Die machen schon in der. Normalerweise, als ich hier war, bis jetzt, waren es erst so später. So, die stehen die ganze Zeit alle auf. Es ist so richtig angespannt, die Situation. Ich habe das Gefühl, es ist eine absolute Rivalität, ne? Aber ich muss leider sagen, ich weiß zu wenig, Leute. Es tut mir leid. Boah, der war ein bisschen schwach. Boah, er hat ihn. Gut abge. Gut pariert. Und jetzt kommt das pfeifende Spieler von Basel. Was? Er hat ihm einfach so eine rote Karte gegeben. Er ist mit offenem Fuß rein. Das kann ich jetzt nicht so verstehen. Aber direkt rot? Alter, und die Kurve schreibt die ganze Zeit Use, 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 also raus. Alter. Wir sind in der 18. Minute und rote Karte wegen offener Fuß. Jetzt kommt dann nochmal der gelbe. Noch einmal eine gelbe Karte. Krank, der hat es jetzt nicht erwartet. Er ist halt schon mit offenem Fuß rein. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen. Ich konnte es auch leider nicht zu 100% sehen. Und hier war gerade der unglaubliche Parade von Hammel, aber ich habe sie leider nicht aufgenommen. Ja, da kommt 100%. Boah, was eine Parade von Hamel, wirklich, und geht sie. Krank. 1-0, sauber verhindert. Boah, war schon knapp, Mann. Wieder geht sie vorne, gefährlich. Es sind einen mehr und man merkt, es fehlt einfach eine Person im Mittelfeld für Basel. Oh, was ein schöner Ball. Er hat ihn lieber selber reingemacht. Aber oh, Ball ist wieder für Götze. Ja, ich bin so sicher hinten durch. Schöner Ball. Ja, das ist schon faul. Aber ihr seht, es regnet immer mehr und mehr. Mittlerweile ist es wirklich sehr nass. Es ist sehr schwierig, auch für die Spieler. Zum Glück regnet es noch nicht auf mich. Was ist irgendwie zu langsam in der Verteidigung? Die lassen denen zu viel Zeit, habe ich das Gefühl. Sehr gut die Führung hier, wirklich. Alter, Mann. What the fuck? Nein! Den hätte er reinmachen müssen. Alter, das ist gottlos. 15 Jahre, Legion, letzte Sekunde.
sie haben ja 15 Jahre letztens Legion Hartung. Und jetzt haben sie da die 15 Jahre Legion Lenzikon, weil ja sie auf dem Lenzikoner Stadion spielen müssen. Ein 40-Spiel-Spiel. Und sie schreien Scheiß TC. Ja, schon gottlos, Mann. Ich muss sagen, ich kenne mich sehr, sehr wenig aus mit GC. Aber ich habe GC sehr gerne irgendwie. Ich habe allgemein sehr viele Clubs gerne. Aber ich finde GC sehr, sehr, sehr mysteriös so. Kein Stadion, erste Liga, trotzdem Rekordsieger. Historischer, also extrem krasser Club. Aber ich sehe nicht mal einen Sponsor auf dem T-Shirt, ne? Das ist irgendwie krank, außer die Chris Zies. Da nochmal ein Feuerwerk von GC raus. Wir sind in der 41. Minute und ihr kennt mich, ich hab Hunger, ich geh mir was zu essen holen und ich geh jetzt, weil sonst zu viele Leute anstehen. Ihr wisst Bescheid. So, die Spieler sind jetzt auch wieder auf dem Feld. Gleich geht die zweite Halbzeit los. Sie haben da ihre Choreo wieder stehen. 14 Jahre Legion, Hartung. Wie gesagt, ich bin irgendwie so, geht's, ist wirklich was, ist irgendwie so mysteriös. Wirklich, die haben jetzt irgendwie kein Stadion und das habe ich schon gesagt, aber ich muss mal ein bisschen mehr über die rausfinden irgendwie. Also ich finde die ganz gut. Richtig geil. Da seht ihr, wie die da die Pyro-Show machen, geht's in der zweiten Halbzeit. Die Reaktion war klar. Ja. Boah. Jetzt kommen sie gut nach vorne, GC. Das ist momentan sehr ausgeglichen. Beide kommen so ein bisschen mehr nach vorne, aber wirklich zum Abschluss jetzt in der zweiten Halbzeit kam noch gar niemand in der letzten Viertelstunde. Das war jetzt wirklich ziemlich knapp. Nochmal eine gelbe und ein gefährlicher Freistoß für GC. Der Freistoß ist auch ziemlich nah. Ja, aber der kommt gar nicht hin. Eine gute Parade. Ja. Den hätte er reinmachen müssen. Und da ist das 1:0 für GC. Das war schon ein schöner Tor, muss ich sagen. 1:0. Boah. Die Leute rein da runter. Krank, Alter. 1:0 jetzt für GC. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Aber die roten Karte kommt denen wirklich zurecht, ne? Das ist mein Lieblingstrend, wirklich. Ich bin kein Basler, auch nicht Basel-Fan. Also, kleiner Fanboy bin ich schon ein bisschen geworden. Aber das ist schon geiler Chill. Der Torwart ist sehr gut da für Basel. Unglaublich, er macht seinen Job extrem gut. Man kann es aber auch da sehr gut sehen. 11 Corner für GC, ne? Das ist nicht irgendeine Zahl. Jetzt komm mal hin, also jetzt hören wir mal. Das war jetzt wirklich, ich war so schlecht. Aber leider kam da niemand an. Thank you.
jetzt kommen, aber jetzt aber was draus machen. Okay. Was war das denn? Die schreien das in Zürich. Das muss ich irgendwie nicht verstehen, ne? Es ist zwar schon Zürich, aber... Okay, jetzt nichts mehr. Wir haben noch 3 Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit. Mal schauen, wie das jetzt rauskommt. Wir kommen da gar nicht durch, ist so unglaublich. Nur verspielt. Die Spannung staut sich so krank an, ne? Nein! Nein! Bari hat ihn nicht gemacht. Das war jetzt! Das war Halbspiel, 100% Halbspiel! Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Halbspiel war. Ich hab's gar nicht verstanden. Er ist einfach dahin gerannt, aber das Spiel ist zu Ende. Geht's ja gewonnen. Aber der Trainer ist zum, oder der Spieler ist zum Torwart gerannt. Ich dachte, irgendwas ist passiert. Aber es ist vorbei. Und ich habe mir nochmal die Aufnahmen angeschaut. Es war tatsächlich kein Handspiel. Krass. Es war wirklich kein Handspiel. Also, ja, wenn es wirklich so aussah, ich dachte auch. Aber Goethe spielt im Auswärtsspiel 1:0 gegen den FC Basel und gewinnt somit hier im St. Jakob. Der Auspfiff ist unglaublich für den Schiedsrichter. Sie wollte gerade ein Teamfoto machen, Marke ist aber schon raus und die sind extra hier nochmal holen gegangen, ganz wirklich geil von denen. Und der Bari ist ja momentan voll im Hate, also das tut mir übelst leid. Er ist schon krank, was da abgeht bei ihm. Der hat ja den Todeshate, da er wirklich einige Spiele wirklich ein bisschen schlecht gespielt hat. Das kann auch passieren. Und jetzt bekommt er wirklich hier einen Applaus vom ganz FCB, was er auch verdient hat. Da haben sie Bari nochmal geholt. Das sind auch schöne Bilder. Der ganze Team zusammen. Wir machen Party, verdient. Das sind schon ganz kranke Fans, ne? GC, muss ich sagen. GC, jedes Spiel, das ich von GC schaue, eskaliert. Das ist unglaublich. Es regnet ein bisschen, aber da kommen auch schon die Spieler und sagen Danke beim ganzen FCB. Unglaublich. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön anzusehen. Kranke Stimmung hier, wirklich. Unglaublich, diese Kurve. Ganz krank. Und da kommt er nochmal von allen seinen Namen gesprochen. So, das Spiel ist vorbei. Das Stadion leert sich raus. Die Leute gehen nach Hause. Es ist nur noch ein Spiel, also besser gesagt ein Wochenende, ein Spielwochenende, das noch gespielt wird und danach erst nächstes Jahr wieder. Ich werde auf jeden Fall nächsten Wochenende den FC Luzern gegen den FC Basel anschauen. Das wird mal für mich auch sehr cool sein. Es tut mir leid, ich konnte in letzter Zeit wirklich wenig Videos posten. Ich war krank. Ich konnte nicht überall hin. Ich werde auch leider morgen nicht am FC Zürich Spiel sein. Schade, würde ich gerne hingehen, kann ich aber leider nicht.
Auf jeden Fall werde ich schauen, dass ich auf jeden Fall das nächste Jahr wieder da sein werde. Ich werde schauen, ob ich noch irgendwelche Videos posten kann über die Weihnachtsferien, über die Winterpause. Ich streame daily, also check mal da rein. Ich streame on the daily, jeden Tag. Check da rein, lasst ein Like und ein Abo da. Wirklich Leute, vielen, vielen Dank. Ihr seid crazy.